Was geht ab, meine Wunschkinder? Jericho 5 am Start und heute reden wir über Finca, die russische Drogendealerin. Finca ist der zweite Attacker der neuen Season Operation Chimera und ist auch ein Two-Speed-Operator. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Finca momentan einfach lieber spiele, denn Lion ist absolut zu stark. Das ist genau wie damals zu Blood Orchid-Zeiten, als Ella rauskam. Ella war so OP, dass es mir einfach keinen Spaß gemacht hat, sie zu spielen. Und was für eine Überraschung, die beste KD aller Operator habe ich mit Ella. Ich mag es viel mehr, mit einem Gadget zu interagieren und mich um etwas kümmern zu müssen. Lion lebt da mehr nach dem Motto Knopf drücken und lospushen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Rainbow ist momentan absolut unspielbar geworden. Mal abgesehen von der Lion-OP-Kacke haben wir auch noch den Unsichtbarkeitsglitch und der Schildglitch ist auch wieder zurück. Ich weiß, dass der Unsichtbarkeitsglitch auf PC gefixt wurde. Außerdem sind alle seit Chimera so verdammt toxisch geworden. Ja, selbst die Terroristen sind toxisch und teabaggen. Aber reden wir über die gute Finca. Finca gehört zu den Spetsnaz und ist wie gesagt ein Two-Speed-Operator. In ihrem Profil steht, dass sie mit Tachanka öfter mal was trinken geht und flirtet. Aber reden wir erstmal über Finkas Ausrüstung. Finkas Primärwaffe sind einmal die Spear 308, die klingt, als käme sie frisch aus dem 3D-Drucker. Klingt aber mit Schalli irgendwie total sexy. Einmal das 6P41 LMG, welches auch Fuse ausrüsten kann. Ich meine, die meisten kennen es schon. Ich zähle es mit zu den besten LMGs. Aber dazu mehr, wenn ich ein Video zu den Top 5 besten LMGs mache. Als Sekundärwaffe die PMM und die GSH-18, die auch die Russen ausrüsten können. Als Sekundär-Gadget Sprengmatten oder Stun-Grenades. Auch hier ist natürlich persönliche Präferenz an oberster Stelle, welches Loadout man wie oder wann nutzt. Die Spear ist in meinen Augen keine wirklich gute Waffe. Von vornherein, die Feuerrate ist wie bei Lions V308 nicht korrekt. 780 Schuss die Minute sind niemals gegeben. Wenn wir uns mal Jackals C7 anhören, die nur 20 Schuss die Minute schneller schießt, merkt man schon einen signifikanten Unterschied. Deswegen ist es schwer, den Schaden pro Sekunde zu berechnen. Wenn ihr die Waffe mit einem Holo spielt, ist der Rückstoß ein Witz. Mit ACOG sieht das Ganze schon anders aus. Die Waffe bockt schon ziemlich hin und her, deswegen würde ich euch kein ACOG empfehlen. Ich spiele aber Finca am liebsten mit der SASG Halbautomatik, GSH-18 und Flashgranaten. Denn auch hier ist es wie bei Lion. Es gibt für mich nichts Geileres, als mit der Schrotflinte zu rasieren. GSH hat genug Kugeln im Magazin, sodass man sie auch schön gut durchtriggern kann. Aber wie sieht das mit ihrer Fähigkeit aus? Finca hat auch wie Lion eine sogenannte Global-Fähigkeit. Aktiviert sie ihren Boost, von denen sie 3 Stück hat, sind alle Teammitglieder zur selben Zeit geboostet. Darunter fällt zunächst ein Gesundheitsboost von 20 Lebenspunkten. Schnelleres Anvisieren, weniger Rückstoß, schnelleres Nachladen, schneller durch Stacheldraht, verminderter Concussion-Effekt, verkürzter Blend-Effekt und Teammitglieder reviven. Ja, das ist viel. Jeder Boost hält 20 Sekunden, also kann man eine ganze Minute in einer Runde damit füllen. Nur wann setzt man ihren Boost am besten wie ein? Ihr Boost ist schon enorm stark, wenn man ein gut koordiniertes Team hat. Das ist wohl der Grund, wieso Finca momentan nicht so beliebt ist wie Lion. Die Leute wollen gerne eine Fähigkeit, die keine große Koordinierung brauchen. Die schlimmste Kombination ist wohl Finca und Blitz. Durch das schnellere ADS ist Blitz in einem sehr extremen Vorteil. Durch das Laufen durch Stacheldraht, das schnellere Nachladen, verminderter Concussion-Effekt und die 20 Lebenspunkte mehr machen Blitz und Finca zu einem Albtraum-Team. Ich will hier nur mal eine Sache kurz festhalten. Ich habe Blitz schon gespielt, bevor er cool war. Das Problem mit Finca ist, dass man zwar sagen kann, wann man ihren Boost nutzt, aber es ist wichtiger zu wissen, wann man ihren Boost eben nicht nutzt. Ich habe schon oft Finca-Spieler in Runden gesehen, die ihren Boost nur für sich nutzen. Das ist totaler Bullshit. Sie aktivieren und versuchen damit was zu erreichen. Sie sehen Stacheldraht und denken sich, hey, ich kann ja schneller durch Stacheldraht laufen. Aktivieren ihren Boost und pushen dann rein und sind tot. Finca ist mehr für die komplette andere Richtung gedacht. Ihr seid dazu da, um ganz hinten beim Pushen zu stehen und Wege zu saven und auf Kommandos zu hören. Es bringt nichts, wenn man vorne als Finca steht, reinpusht und man stirbt, dann ist der Support weg. Ihr hört auf Kommandos und lasst eure Mates pushen, denn wenn der ein oder andere es nicht schafft, habt ihr immer noch eure Fähigkeit und könnt es trotzdem nochmal alleine probieren. Manchmal sind die Leute am anderen Ende der Map und ich denke mir, what the fuck, wieso kriege ich jetzt einen Boost? Das ist total beschissen. Und ja, das ist absolut wichtig. Das beste Beispiel dafür ist Smoke. Wenn ihr gerade dabei seid zu pushen oder zu planten und Smoke seinen Kanister rausknallt, kann der Boost absolut tödlich sein. Denn dadurch verstärkt sich der Effekt der Kanister
Gegner enorm und ihr sterbt nur ratzfatz weg. Oder verliert, wenn ihr Glück habt, unnötig viel Lebenspunkte. Ein kleiner Trick, den Corny mir erzählt hat, also dickes Shoutout an Corny. Wir wissen, dass der Blendeffekt zwar nur 50% kürzer hält, ihr aber, wenn ihr Full-Flash seid, ihr durch das Aktivieren der Fähigkeit den Effekt entfernen könnt. Mit dem richtigen Timing ist das ein enorm starker Zusatzeffekt. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich Finkas Fähigkeit meist nur nutze, um meine Teamkameraden wiederzubeleben. Das ist zum Beispiel ein extrem guter Konter gegen Cavera. Das Verhör wird dadurch zwar nicht abgebrochen, aber wenn ihr schnell genug seid, steht euer Kamerad wieder auf und Cavera hat keine andere Möglichkeit, als ihn zu killen. Oft habe ich zum Ende einer Runde auch noch mindestens einen Boost übrig oder sogar zwei, weil ich dies einfach wirklich nur zur richtigen Zeit nutzen will. Ich weiß, dass man gerne seine Fähigkeit nutzen will, aber wenn ihr solche Spieler seid, dann empfehle ich euch definitiv irgendeinen anderen Operator, aber nicht Finka. Legion und Echo können den Effekt von Finka entfernen. Seid ihr geboostet und tretet dann in eine Goo-Mine, wird der Effekt sofort entfernt. Tretet ihr in eine Goo-Mine und versucht dann euren Boost reinzuhauen, betrifft der Boost zwar eure Teamkameraden, aber euch selber nicht. Also wenn ihr es mit einer extrem nervigen Finka zu tun habt, dann spielt definitiv Legion. Milch ist Gift. Ich weiß, der Witz ist langsam alt, aber ich habe jetzt echt lang gewartet, bis ich den Witz endlich mal machen konnte. Also wie gesagt, es ist schwer zu sagen, nutzt Finka, wenn das oder das passiert, denn davon gibt es extrem viele Situationen. Es ist besser zu wissen, wann ihr es nicht tun solltet. Sie ist nichts für ungeduldige Spieler und nichts für Spieler, die gerne auf Kills gehen. Bleibt als Finka hinten als Support, da seid ihr viel, viel nützlicher. Twitter und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt, wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5.